Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Was man so tut am Samstag in Florida. Okay, heute füllen wir mal den Pool auf. Und zwar, das ist ja jetzt, ihr sagt, das ist ja nichts Besonderes, was man auch tun. Ja, mein Pool hier, ich laufe mal weiter weg ein bisschen. Der da, ja, so, weil das ist der Pool in dem Haus, wo ich gerade verkauft. Ja. Das ist das Haus, wo ich gekauft habe, wo ich da herumgekommen bin. Habe ich gekauft mit Geld, wo ich beim Reinhard von denen habe und bei Homag. Ein bisschen habe ich auch meine Leute zugekriegt. Ich habe auch noch Wohnungen gehabt, Cemberg, wo ich verkauft habe, habe ich auch noch reingeschmissen. Auf jeden Fall, im Moment gerade sieht es so aus, dass alle Leute, die in den demokratischen Staaten leben, wie New York oder Kalifornien, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts und überall, wo die Demokraten die Oberhand haben, die hauen alle ab, weil das sind alles die Leute, die Geld verdienen, die Steuern zahlen müssen, weil die wären gerade geschröpft ohne Ende, die kommen alle da raus und die kaufen links und rechts, was gerade auf dem Markt ist, und zahlen horrende Preise. Also habe ich gedacht, ich muss meinen Mieter rausschmeißen, und das habe ich auch da, und muss das Ding verkaufen. Und das ist nicht normal, weil die Geld für das zahlen. Das Haus hat ungefähr 260 Quadratmeter Wohnfläche. Ja. Ich glaube, von Homag oder von meinen Arbeitskollegen waren noch nicht mehr da, aber ein paar von meinen Jahrgänger waren schon da. So, ich habe meine Mieter rausgeschmissen, die haben brillt, weil die haben zwei kleine Kinder und haben nicht gewusst, was da, aber ich bin ja Kommunist, aber nicht nur ein einfacher Kommunist, sondern Kapitalkommunist, das heißt, das Kapital, das man hat, muss unter die Leute gehen, also brauche ich mein Kapital, dass ich wieder unter die Leute werfen kann. So einfach geht das, so ist das. So, die haben da schwarze Siedlung jetzt reinziehen müssen, wo Kinder in schlechte Schulen gehen müssen. Aber ich habe ja keine Kinder. Das ist also mir scheißegal. Ich muss ja auch mich gucken. Jetzt gucken wir mal. Da habe ich einen schönen Tiki hat gebaut, verstehst du? Den habe ich wieder richten müssen, weil die lieben Leute mit denen lieben Kindern, die haben im Prinzip alles zu Schrott gefahren da. Ich habe 6 Wochen Urlaub machen müssen und habe alles richten müssen. Das kann man sich nicht vorstellen. Vulkanbildung in der Toilette drin und lauter so ein Scheiß. Das ist jetzt das Wohnzimmer komplett neu gestrichen und alles putzt. Ja. So, hier ist Küche. Da Hunde, ich kann nicht sagen, da hat es ausgesehen wie bei den Hottentotten, ja, wo die raus sind und haben gesagt, alles ist sauber, wir gehen jetzt. Ja. Mein Jacuzzi, ja, den kann man vergessen, den muss man richten, das kostet auch noch mal 2000 Euro. Aber Kleid. Das Haus war jetzt, wie lange war es auf dem Markt? 30 Minuten, 40 Minuten, 45 Minuten. Und die Leute haben schon, wie bei eBay, wo man einen alten Hanomag Bulldog, haben sich hier verboten. Ich habe mit 320.000 Dollar angefangen und jetzt bin ich bei 430.000 Dollar, wo ich Angebot habe. Und ich denke mal, jetzt wäre der Hammer näher und puff, draufschlagen, weil ich will damit fertig sein. Ja. Und für das Geld wäre ich mir mal, das gehen wir wahrscheinlich 3, wenn ich will, aber ich kaufe noch einen Hubschrauber, damit ich endlich auf mein Camp fliegen kann und muss nämlich noch fahren. Dann fliege ich noch, ja, verbringe einen schönen Tag und Nacht und am nächsten Tag fliege ich wieder zurück. Oder zum Heli Walmart kann ich, wenn ich mal einen Stang Zigaretten brauche oder ein 6-Pack Bier, fliege nicht mehr, lande auf dem Dach und kaufe mal Bier und fliege wieder heim und lande neben meinem Haus. Habe ich ja schon mal gesagt, wo ich noch lande, mein Landeplatz. Und gut. Ja.
Jetzt war ich noch schon Vorderseite vom Haus. Also ich glaube, es ist da nur Küche, ja, das ist Esszimmer. Ah, ich muss euch sagen, ja, von einem Kunden habe ich einen Fußboden gekauft. Wo ist denn der Lichtschalter? Vergessen, hier. Von einem Kunden habe ich einen Fußboden gekauft. Das ist SPC, Stone Plastic Compound. Ja, jetzt sage ich mal, wie das aussieht. So, den habe ich auch eben selber reingelegt hier. Sehen wir es? Ja, siehst du, so. Jawohl, sehr schön. Das ist der Ausblick vom Schlafzimmer noch, ja. Vom Hauptschlafzimmer. Dann geht es noch die Kinderzimmer. Hm? Die sehen so aus. Ja, so, ja, hier. Sieht man gut. Ja, alles sehr. Und das andere Kinderzimmer. Oh, da! Jetzt blicken wir noch mal. Jetzt ist mir noch mein Telefon aus der Hand ausgeflogen. Moment, ich muss das Licht ausmachen. Dann geht es noch ein anderer. Ich fahre Kinderzimmer, ist eher das Büro. Laufen wir wieder durchs Wohnzimmer durch. Hier, das ist der Den, nennt sich Büro oder Den. Da kann man Büro einrichten, ja. Hat einen schönen Blick zum Pool. Ja, hören wir? Gut, ja. Der Backporch. Moment. Also, wie gesagt, da. Den Tonner der Jacuzzi gesehen, das ist jetzt da. Und vom Jacuzzi aus sieht es dann so aus. Da kann man auch sitzen am Abend und Grillen ausstellen. Ja. Oder auch nicht. Moment mal, wo haben wir denn? Ah, hier. So, jetzt zeige ich mal, wie es vorne aussieht. Moment, natürlich muss ich auch trinken drauf. Ich bin heute mal mit meinem alten Pickup-Truck gekommen, weil ich will morgen in mein Camp gehen, nach River Ranch, ein paar Viecher abknallen oder so. Aber jetzt sage ich einmal, wie das Haus von vorne aussieht, und das sieht noch so aus. Sehen wir, ja. Siehst du, da ist Frau Seilen, Michelle Elgin, ja, die hat einen guten Job gemacht. Ja. So, sehen wir. So sieht es von vorne aus. Und die ganze Palme. Und der Baum gehört auch mir. Ja? Wenn ich den Baum fällen lasse und verkaufe, dann hat der Rapper wahrscheinlich 2.000 oder 3.000 Dollar zahlen. Aber ich lasse ihn stehen. Fürs Klima. Fürs Gretchen. Für die Greta. Hier, Thunfisch oder wie heißt sie? Ja? Oder für die Anna. Baerbock oder wie heißt sie? Für die lasse ich den Baum stau. Ohne Werk, ich habe sich noch sagen wollen. Also, wenn sich jemand fragt, weil ich die letzten 6 Wochen nicht zur Verfügung war, da habe ich nicht geschafft und habe den ganzen Scheiß gemacht. Ja. So, also, bis dann, 666, lasst es euch nicht gräben. Grüße ins Vaterland. Bis dann, ciao.